Moin Moin und willkommen zurück zu Mount & Blade 2 Bannerlord. So, ich habe jetzt so meine Armee ausgerüstet, habe den restlichen Mist verkauft. Ihr seht, wir sind stinkreich. Habe mir einen Auftrag geholt, und zwar war ich hier im Bergfried, Quatsch, im Hallen der Fürsten drinne, oder im Saal der Fürsten. Dort hatte ich jemand getroffen, der hat gesagt, er will ein Turnier starten, und da ist aber anscheinend irgendwo ein Spion, und der soll sich hier in Yucalan verstecken, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, ich weiß es nicht. Also werden wir da hinreiten und gucken, wer von denen der Spion ist. Schauen wir mal. So, hier erstmal ein paar Sachen, hier ein paar Leute rekrutieren. Na, es ist jetzt hier eher so. Gut. Nichts Besonderes. Vielleicht kriegen wir hier unten noch ein paar Leute, die besser sind. Gebirgsbanditen hocken da hinten. Trupp. Ah, ja. Seht ihr? Da sieht es schon besser aus. Hier wäre noch mal ein Versteck. Ah, da habe ich ja auch Bock drauf jetzt, ne? Schnell noch. Warte mal. Nee, auf keinen Fall nehme ich diese komischen Bauern mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Ja, es ist zu verlockend. Kommt. Lass uns das noch schnell machen hier. Danach werden wir den Spion jagen gehen. Angriff. F4, holt eure Waffen raus. Bataanischer Bauer? Wieso habe ich jetzt hier ein paar Bauern mit bei? Was soll der Shit? Da, noch mehr blöde Bauern. Scheimkleister. Ich habe doch gerade extra. Na los. Geht doch. Alle Mann folgen bitte. Ich habe ja jetzt auch ein Schild. Klappt ja besser als ich dachte. Ach ja, und ihr seht, ich habe mir auch den Bärenkopf gegönnt. Aua! Ey! Ich wollte mich hier umrumpeln. Jungs, es wäre. Ich kann gerade nicht die Jungs zur Hilfe rufen. Ich lock sie einfach dahin. So, jetzt aber hier Angriff. Attacke. Junge, da habe ich ja alles an mein Schild für komische Speere und so kleben. Das ist ja Wahnsinn. Mein Schild ist kurz vor kaputt gehen. Kann ich eigentlich auch Speer und Schild? Ja, kann ich. Der rafft ja gar nichts, Alter. Rüstung, ey, und im Schild bin ich ja. Ihr habt ja gesehen, ich wurde oft getroffen, hat mir fast nichts ausgemacht. Aber diese blöden Bauern jetzt dabei zu haben, gefällt mir ja nicht.
Oh, das war's schon. Da sind noch ein paar gekommen dazu. Da werde ich wieder mal das Schild hochhalten. Beim ersten Mal haben wir sie geschafft. Sehr schön. 3, 6, 3, 8, 2, 3, 2 verloren. Naja, gut. Dann ist das so. Gefangene. Wie viel? Oh, warte mal. Batanische Bauern. Einen einzigen können wir aufleveln. Naja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wieso sind da die Bauern mit bei? Verstehe ich nicht. Oh, da können wir die ja doch alle nehmen hier. Zack. Was gibt das Schönes? Zerbeutes Kiteschild. Handpanzer. Krass, dass das Teil teurer ist, aber schlechter als das, was ich habe bisher. Warte mal. Dann kommst du die und das gute Schild. So, jetzt jagen wir den Spion. Das Turnier ansehen. Ich hoffe, ich werde geheilt. So, wo bin ich denn? See, Raider, Flandersche Knappe, Tatik, das Glück. Preis des Turniers ist ein Kamel. Wow. Annehmen. Betreten. Alter, hat er mich jetzt ernsthaft? Ich treffe halt nichts, ne? Leider fliege ich wohl aus dem. Shit. Wow. Naja, gut, 3 Schaden haben wir gemacht. Jawohl! Ho, Schwenk ab. Puh, Einsatz hoch, zack, beitreten. Bin ich komplett geheilt. 94 Schaden. So muss das. Nur 60 Schaden.
Nice. Jawohl. Einsatz. Zack, hochschrauben. Seeräuber, okay. So macht man das. Gegen die muss ich antreten, das kann das sein. Gegen die Seeräuber, naja. Werde ich ja wohl schaffen oder was? Au. Oh. Jawohl. So. Alter. To hell with you. Ja. Hm, war's wohl, wa? Sehr schön. Sieger. Haben gemacht. Ruhm gewonnen. Hinsbäh. Einnahmen wetten. Okay, gut. Haben wir das schon mal geschafft? Jetzt gucke ich mal erstmal Gruppe hier. Wer hat jetzt hier was? Wo? So. Karawanenwache möchte ich sie anschließen. Können wir gerne machen. Zeig mir mal jetzt dieses Kamel. Oh, toll, Alter. Reiten. Erfordert Reiten 90. Wow, das ist ja richtig gut. Sieht schon lustig aus, wie ich da mit einem Kamel rumreite. So. Jetzt suche ich mir da. Warte mal, geh mal in die Taverne. Gucken, ob ich da eventuell jemand finde. Städler. Achso, warte mal, ich habe doch gekämpft, ne? Mein Vater war einer der führenden Krieger unseres Clans. In der letzten Schlacht wurde seine Kniesehne durchtrennt. Wir haben gut von dem Reichtum gelebt, den er mit seinen Raubzügen mit nach Hause gebracht hat, indem er Land in Sklavenburg kaufte. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass es an der Zeit ist, etwas eigenes Silber nach Hause zu bringen. Ich muss ein Schiff kaufen und Männer anheuern, die es rudern, aber ich möchte unser Land nicht verkaufen, um eine riskante Reise auszustatten, um meinen Vater und meine Mutter im Alter ihres Komfort und meine Brüder ihre Hoffnung auf eine gute Ehe, eine gute Ehe zu berauben. Deshalb habe ich beschlossen, mein Schwert zu vermieten und genug Geld für ein Schiff zu verdienen. Nachdem ich das getan habe, werde ich es an ferne Küsten bringen und Silber und Sklaven nach Hause bringen. Mhm. Sind ein so pflichtbewusster Sohn und Bruder. Zeig mal her, was wollt ihr? Ach komm, nimm mit. Nimm mit, den Jungen. Schläger. Ja, komm mit. Also hier ist keiner anscheinend. Nee. Städter? Gnädige Frau, die Leute tratschen. Jeder hier weiß, dass sie diese Frage gestellt haben. Ihre Beute wird ihnen entgleiten, wenn sie sich nicht schnell bewegen. Was?
Es gab einen gut aussehenden Krieger, vielleicht jünger als die anderen. Er hatte nicht all die Narben und so weiter, die einige harten Fälle in ihren Kämpfen mit sich bringen. Ein unfair selbes Gesicht ist bei Bauern und Händlern üblich, aber wenig bei Kriegern. Das könnte nützlich sein. Spionageprotokoll. Die Lady Catilla wird gesegnet. Was? Stimmt's, der Spion? Ja, Sir. Ihre Ermittlungen haben sich herumgesprochen. Ich nehme an, der Spion weiß es auch, einen Plan zu verschwinden. Gut aussehend. Wenig Narben im Gesicht. Das ist eine Olle. Lass uns mal hochgehen. Nee, der wird es nicht sein. Okay, mehr Männer haben Haare als nicht, aber dies ist eine weitere Mosaikstelle im Mosaik. Einer gesehen, alle möglichen Sätze und Fragen. Ein normaler Kopf mittleren Alters, das ist wirklich alles. Na, der wird es ja wohl nicht sein, oder? Ja? Nee. Okay. Hast du noch irgendwas gesehen? Nee. Okay. Warte mal, lass uns mal durchlesen, was wir jetzt hier für Mosaiksteinchen gefunden haben. Das, ja, nun sind Sie sicher, dass der Spion keine Kenntnis hat. Eine Person aus der Siedlung hat Ihnen gesagt, dass der Spion nicht Karl ist. Also kein Glatzkopf und mittleren Alter. Nee. Wenn ich Alt drücke, Brauerei. Den Verlies. Gerberei. Waterfront. Weidenrinde. Lordshalle. Gandalf der Gerber. Ja, nee, Gandalf, Entschuldigung. Wo treibt er sich rum? Warte mal, wir können ja erstmal zur Arena gehen. Arena ist da hinten. Mal gucken. Das ist der komische Gerber. Wer bist du denn? Okay. Arena ist da hinten. Städtler. Das ist doch hier eine, das ist meine. Okay, sie läuft jetzt los und sucht alle. Hier ist die Arena. Ja.
Kälberei. Clearing, was ist ein Clearing? Hören Sie mir zu, hat einer Turnierteilnehmer gnädige Frau, die Leute tratschen, ja, der weiß, bla bla bla, toll. Moritz Knöchelknochen. So in der Spielung, aber hab keinen gesehen. Okay, das ist der neuer, mein neuer. Ether der Kiffer. Hat der Ritter gerade gesagt? Ladenarbeiter. Ich möchte den Workshop kaufen. 14.000. Natürlich auch investieren, ne? Ladenarbeiter, Ladenarbeiter, Ladenarbeiter. Wo treibt er sich rum? Momentchen mal. Sehr Kandidat. Nein, mein Freund, ich bin auf der Jagd. Ich jage einen Spion, jetzt habe ich ihn gefunden. Haha! Sie haben nichts gegen mich. Wenn Sie versuchen, mich irgendwo zu bringen, töte ich Sie. Und zwar Notwehr. Nicht, wenn es sich um ein Duell handelt. Es fordert heraus, ein echter Kriegskämpfer. Sehr gut, ich werde diese Beleidigung mit Ihrem Blut auslöschen. Erwischt, mein Freund. Du hast beendet, halte Tab gedrückt, um es zu verlassen. Der war ja mal voll kacke, Alter. So, erhalten. Okay, ich habe Geld erhalten. Wir haben die Mission erledigt. Oh, das war ja ziemlich cool sogar. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. So, jetzt suche ich mir den König. Ich möchte mich Vasall werden. Den König. Wo finde ich den König? Der König. Zuletzt gesehen in der Nähe von Galland. Galland, Galland. Wo ist Galland? Da hinten ist Galland. Da wollen wir mal. 20 Plünderer.
Ja, drauf geschissen. Gehe auf den Bergfried, am Saal der Fürsten. Ist er da irgendwo? Das ist Infanterie. Was? Wer bist du denn? Wer bist du? Ich bin Odi, wer sind Sie? Bla bla bla. Ich bin Filiona, ein treuer Vasall von Derthet der König. Können Sie mir die Schlacht erzählen? Nee, kann sie mir nicht. Müssen Sie die Zeit mit einer Partie Mutore vertreiben? Kenne ich nicht. Gut, du hast gar nichts zu berichten. Shit, wo finde ich denn den doofen König jetzt? Zurück zum Stadtzentrum. Truppen, Rekruten. Jetzt ja. Warte, wir können jetzt wieder hier aufrüsten, hier anscheinend. Ne, wir können welche übernehmen. Machen wir das. Wo finde ich den doofen König jetzt? Wo ist er? Fährten. Jetzt ist er da hinten irgendwo. Wo ist Fährten? Fährt er da hinten? Der marschiert jetzt da lang irgendwo. Da ist er. So. Da ist er ja. Es gibt, wenn man sprechen würde, hier kurz Frage, bla bla bla. Ich möchte eine Allianz zwischen unseren Familien. Mein Fürst, ich möchte mehr als ein Söldner sein. Gibt es Möglichkeit, mich als Vasall zu verpflichten? Ich habe einen Vorschlag gegenüber. Sie sind bekannt als ein tapferer Krieger und ein guter Anführer, Odi. Ich nehme Ihr Schwert gerne in meinen Dienst auf. Oh, yes. Wenn Sie bereit sind, mir die Ehre zu erweisen. Ich bin bereit. Gut, dann wiederholen Sie die Worte des Eides mit mir. Ich schwöre Ihnen meine Ehrgebietung als rechtmäßiger König der Flandianer. Ich schwöre. Ich werde deine treue Gefolgsmann sein, solange ich noch atme. Das werde ich. Ich werde atmen. Und ich werde an ihrer Seite sein, um ihre Feinde zu bekämpfen, sollten sie mein Schwert brauchen. Ja, das mache ich auch noch. Und ich werde Recht und die Rechte ihrer legitimen Erben verteidigen. Ja, ich verteidige, es ist ja gut. Feierliche Eidbeweise, bla bla. Mögen sie ihn immer mit dem nötigen Mut und der nötigen Hingabe einhalten. Yes, lassen Sie es wissen, dass Sie von diesem Tag an mein geschworenes Mann und Vasall sind. Ich gebe Ihnen meinen Schutz und gewähre Ihnen das Recht, in meinem Namen Waffen zu tragen und ich verspreche Ihnen Ihr Leben nicht. Bla 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 bla. Thank you, my Fürst. So, ich große Hoffnung für Sie. Ich weiß, dass Sie vertrauen, dass ich ein Gesetz habe, würdig erweisen werden. Ich löse eines Königs wert, dass ich werde das verschenken, wegen innerhalb eines Jahres den König. Das ist doch der König von da hinten, ne? Innerhalb eines Jahres. Das schaffen? Ah, sorry, ich habe einen riesen Durst. Puh, das ist. Ja, komm, machen wir. Okay. Machen wir mal das hier weg. So, ich soll den Typen 92 Tage Zeit.
Lord Derek möchte, dass Leck gefangen genommen wird. Fertig. Wollen wir uns der Armee anschließen? Da kommen noch mehr. Oder machen wir jetzt erstmal Schluss? Wir machen erstmal Schluss mit der Folge, genau. Dann werden wir uns der Armee anschließen. Leck ist doch bestimmt hier oben einer von der König. Ja, kann aber der König von denen da oben sein, denke ich mal. Gut, dann machen wir Schluss jetzt und morgen schauen wir mal, wie es weitergeht. Alles klar, dann ja, reingehauen und bis zum nächsten Mal.